Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge des Let's Plays von Planet Zoo. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Letztens sind wir beim Flamingo-Gehege stehen geblieben und heute würde ich gern mit dem Rentiergehege weitermachen. Ich habe nicht wirklich eine Vorstellung, wie ich das ganze Gehege angehen soll. Das Einzige, was ich wirklich bewusst eingeplant habe, ist hier die Bootstour. Die haben wir ja letztens beim Flamingo-Gehege schon durchgebaut und die soll sich auch durch dieses Gehege hier weiter fortsetzen. Ich habe die da einfach mal durchgezogen und gleich mal mit Wasser befüllt. Das war eigentlich anfangs nur, um zu gucken, wie das Ganze aussieht und wirkt, aber ich habe es dann auch so gelassen. Und dann habe ich hier gleich mal für die Besucher selbst den Weg hier rüber gebaut und in die Höhe gezogen, da ich dieses Gehege gerne auf 2 Etagen haben möchte und einfach gleich auch hier eine unterschiedliche Höhe reinbringen möchte, weil ich finde, die Zoos, die alle nur gerade verlaufen, ja, sind auf Dauer irgendwie langweilig und deswegen würde ich da gerne schon mit unterschiedlichen Ebenen und so arbeiten. Und ja, ich hoffe, das gelingt mir. Ich habe es noch nie gemacht und ja, ist halt mein erster Versuch. Und ja, mal schauen, wie das Ganze wird. Hier habe ich dann versucht, so einen Aufgang hinzubekommen, damit die Tiere auch wirklich von unten nach oben da laufen können und auch die Tierpfleger und so alles erreichen können. Und ja, mit dem Tool habe ich noch immer Probleme. Ich habe jetzt schon echt viele Folgen Planet Zoo gemacht und das Spiel schon echt lange gespielt. Aber so eine Schräge hinzubekommen, ja, ist wirklich nicht ganz meins. Vielleicht wird es in den nächsten Folgen noch besser, aber irgendwie verliere ich schon langsam die Hoffnung, da ich echt schon ein paar Schrägen und so gebaut habe und nicht wirklich was Schönes dabei war. Aber ja, wenn man das Ganze dann noch verkleidet, kann man das, glaube ich, so lassen. Und ja, dann ist das eigentlich relativ schnell so entstanden. Hier oben wollte ich dann auch so einen kleinen Fluss wieder mit einbauen, der dann in so einen Wasserfall endet, der unten dann in die Bootstour reinläuft. Und das Ganze soll hier mit Stein verkleidet werden, damit das auch ein bisschen realer aussieht und quasi hier den Weg stützt. Und der Fluss hier in der Mitte bekommt dann so einen Zaun, also eigentlich ein Gitter, damit das Wasser auch durchlaufen kann. Und keine Sorge, da ich hier immer denselben Stein nehme, sieht das alles ein bisschen gerade aus. Im Nachhinein habe ich das noch mit ein paar Steinen und Pflanzen verkleidet, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt und ein bisschen, ja, Vielfalt im Leben. Und dann fällt das Ganze nicht mehr so auf, aber erstmal wollte ich halt so eine gerade Reihe haben, einfach mal ein bisschen, um Orientierung reinzubekommen. Und auch hier nach unten gleich mal die Treppen hier verkleidet. Ich wollte die Steine auch gleichzeitig als Geländer nutzen, damit die Besucher da nicht drüber laufen. Und habe die dann einfach mal gleich hochgezogen und auf beiden Seiten dann gleich rübergezogen und kopiert. Und somit hat man auch eigentlich relativ schnell die Brücke hier fertig gehabt. Das Ganze wird immer besser und besser mit den Werkzeugen. Ich kenne mich jetzt ja mittlerweile schon sehr, sehr gut aus. Und ja, sieht jetzt noch sehr, sehr einseitig aus, aber keine Sorge, im Laufe des Videos wird das alles noch verkleidet und dann wird das alles lebendiger. Ich war dann echt ziemlich überrascht, dass hier die Bootstour durch so einen kleinen Spalt durchgeht. Normalerweise würde ja, wenn es nicht gehen würde, der Stein rot angezeigt, aber es ging. Und ja, gefällt mir richtig gut. Dann hat man hier so eine kleine Ecke, wo man durch muss. Wenn man da später vielleicht noch mit so einem Nebeleffekt oder so arbeitet, dann kann man das auch noch sehr, sehr spannend gestalten. Und generell würde ich immer zwischen den Gehegen gerne so Höhlenbereiche einbauen, wo dann später auch die Bildschirme und so drin hängen. Das Ganze kommt aber in ein extra Video. Jetzt geht es mal wirklich nur ums Gehege und um die Verkleidung und so. Und bei der Bootstour, ja, ich glaube, da wird es ein extra Video noch dazu geben. Das alles ist ja auch noch Zukunftsmusik, weil zuerst müssen die Gehege fertig werden und dann erst die Bootstour. Und ja, alles Stück für Stück ist noch ein harter und langer Weg. Und ja, jetzt bekommen erstmals die Rentiere das Zuhause oder das Gehege. Und wie vorhin bereits angesprochen, kommen jetzt auch schon die ersten Steine, die ich da setze, damit das Ganze einfach ein bisschen vielfältiger wirkt. Habe ich da angefangen, die Wand mal ein bisschen zu verkleiden. Ich habe da anfangs immer denselben Stein genommen, habe den teilweise gedreht und unterschiedlich tief in der Formation oder in der Treppe dann versenkt, damit auch, ja, alles ein bisschen unterschiedlich ist. Das Ganze kann man im Nachhinein noch mit kleinen Steinen und so verfeinern, aber erstmal war ich mit den groben Steinen erstmal so ganz zufrieden und hier in dem Bereich soll dann später auch ein Wasserfall entstehen. Das heißt, es wird sowieso noch alles angepasst und da wird sich noch einiges ändern und erstmal würde ich sagen, reicht das aber so und ich bin aber auch schon ganz zufrieden, wie das alles so aussieht und ich finde, das kann man auf jeden Fall schon so lassen.
Ja, und dann ging es schon weiter mit der Barriere, also mit der Gehegebegrenzung, mit dem Zaun. Ich arbeitete auch immer Stück für Stück, teilweise mit unsichtbaren Zäunen und dann wieder mit so Holz- oder Steinzäunen. Und auch da, wie bereits angesprochen, arbeite ich Stück für Stück. Das heißt, ich gehe immer mit dem Gehege mit, wie weit ich ungefähr gerade bin. Und ja, die Feinarbeiten und so kommen dann zum Schluss. Aber erstmal dient das mir nur, dass ich mal grob den Überblick habe, wie das Gehege verläuft und ob das Gehege groß genug ist für die Tiere und alles, was man halt bedenken muss. Und deswegen ziehe ich das Ganze mal einfach so grob rum. Und zum Schluss wird es dann an die Feinheiten gehen. Aber erstmal generell würde ich sagen, bei diesem Gehege bin ich aber relativ zufrieden, wie das jetzt schon aussieht. Da wird nicht so viel angepasst werden. Jo, perfekt. Und dann war das Gehege auch schon fertig, noch den Eingang für die Mitarbeiter gesetzt. Und dann ging es hier beim Wasserfall schon weiter. Ich wollte hier so einen wilden Wasserverlauf reinbringen, wo das Wasser da einfach abwärts läuft. Jetzt nicht so ein Wasserfall im klassischen Sinn, sondern eher so einen, ja, wilden Verlauf. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mit ein paar Baumstämmen, Wurzeln, Büschen, Steinen und so. Und habe dann einfach mal rumprobiert. Ich wollte anfangs das trübe Wasser nehmen, hat mir aber dann nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich das normale oder den normalen Wasserfalleffekt genommen. Und habe hier mit dem Wasserfall-Oben-Effekt gearbeitet, da ich finde, dass der Effekt das Ganze sehr, sehr lebhaft und lebendig macht und ja, gefällt mir richtig gut. Wenn man das alles noch später verkleidet, kann da echt was Schönes draus entstehen und ich finde auch bei der Bootstour wird das so der erste Highlightpunkt werden und ja, habe ich richtig Bock zu dann später das Ganze auszuprobieren und hier durchzufahren. Ich habe dann auch gleich mal die Biome eingestellt, damit man hier keine Pflanzen reinmacht, die die Tiere nicht mögen. Und habe dann einfach hier den Wasserfall ein bisschen verkleidet mit verschiedenen Büschen. Und ja, ich finde, das Ganze wird wirklich sehr, sehr lebendig. Auch so einen alten Baum habe ich hier reingemacht. Ich habe versucht, den Ganzen da ein bisschen schräg hinzubekommen, damit das auch wirklich verwildert aussieht. Und ja, ich bin der Meinung, das ist mir schon ganz gut gelungen. Auch hier habe ich wieder mit unterschiedlichen Büschen ein bisschen gearbeitet und habe mich da wirklich Stück für Stück vorgearbeitet. Und ja, es gibt halt die geraden und schönen Wasserfälle. Dies ist halt eher was Wilderes, hat auch irgendwie was. Jetzt im Nachhinein habe ich bemerkt, dass ich den Wasserfall-Unten-Effekt vergessen habe einzubauen. Das heißt, der Wasserfall kommt von oben irgendwie runter, aber im Wasser ist irgendwie kein Effekt, dass das ja, zusammenkommt. Muss ich beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel spiele, noch einfügen. Und ja, gut, dass ich jetzt noch drauf komme, weil wenn ich den Zoo später irgendwie wenn zeige, dann fällt das glaube ich schon ein bisschen auf. Und ja, man will ja alles realitätsgetreu oder so bauen und daher muss das schon drinne sein. Und ja, weil ich gerade über das Zoo-Zeigen gesprochen habe, also falls ihr einen Zoo habt, den ihr gerne herzeigen möchtet oder Gehege oder so habt, dann würde ich das sehr, sehr gerne sehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord. Da gibt es verschiedene Channels, da posten auch schon ein paar Leute immer regelmäßig was rein. Würde mich freuen, wenn ihr auch dazukommt. Und falls ihr einen Zoo habt für mich oder so, ja, kommt einfach vorbei, schreibt mich an und haut die Bilder da rein oder das Video da rein und ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Dann habe ich als nächster weitergemacht mit der Geländebearbeitung. Ich habe hier versucht, ein paar Kanten und so reinzubringen. Ist mir auch nicht so aufs erste Mal gelungen. Im Nachhinein ging es dann. Ich weiß nicht, was da los war. Beim ersten Versuch hat mich echt ein bisschen Zeit gekostet, das Ganze anzupassen oder auszubessern. Und im Nachhinein habe ich ja, wie ihr jetzt sehen könnt, sowieso die ganzen Wände hier mit so Stein verkleidet. Das heißt, man sieht das sowieso nicht mehr. Aber gut, wer kennt es nicht in diesem Spiel? Man baut irgendwas, im Nachhinein ist man nicht mehr so zufrieden oder überbaut es wieder und man hat eigentlich umsonst gearbeitet. Aber dennoch bin ich der Meinung, man soll so vieles wie möglich ausprobieren, weil ja, das Spiel bildet da einfach so eine Menge an Möglichkeiten und bis man da wirklich ganz zufrieden ist, kann es auch sein, dass man 10-mal den Zoo neu startet. Wie geht's euch da? Gehört ihr zu den Leuten, die einen Zoo von Anfang an bis zum Ende durchbauen oder gehört ihr eher zu den Leuten, die nach ein paar Gehegen sagen, nee, ich bin absolut nicht zufrieden, ich fange nochmal neu an? Schreibt's unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren, wie geht's euch da? Ich bin eher der Typ, der nach ein paar Gehegen wieder von vorne anfängt. Mittlerweile habe ich mir aber vorgenommen, mal wirklich einen Zoo fertig durchzuziehen. Beim letzten Zoo gab es dann einen Speicherfehler. Mal schauen, ich hoffe, mit diesem Zoo klappt das. Bislang bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ja, schreibt's mal unten rein, würde mich echt interessieren. Ich habe dann versucht, hier rum so eine Felswand hinzukriegen.
Ich finde, das sieht ganz gut aus. Wenn man das auch alles dann später mit ein paar kleinen Steinen und so noch verkleidet, wird das Ganze einfach individueller noch. Aber erstmal war ich im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden. Ich habe dann das oben noch ein bisschen angepasst, damit das einen schöneren Abschluss hat. Und ja, auch das ging eigentlich relativ schnell. Hier arbeite ich auch wieder mit dem Kopieren- und Einfügetool. Und ja, muss sagen, es geht voran und für die Größe finde ich, ja doch, dass ich zeitlich sehr, sehr schnell und gut unterwegs bin. Ich habe dann auch schon die ersten Bäume und Büsche hier im Gehege verteilt. Ich finde, beim Wasserfall macht sich so eine Tanne ganz gut. Den Bereich kann man, finde ich, sehr, sehr gut gestalten. Und ich hoffe halt echt, dass die Bootstour dann später da wirklich auch durchfahren kann. Aber dadurch das Ganze einfach nicht rot leuchtet, denke ich, dass das keine Probleme machen wird. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn hier die ersten Besucher mit dem Boot durchfahren und ich hoffe, das funktioniert einfach alles. Ich habe dann echt mal wirklich sehr, sehr viele Bäume quer im Gehege verteilt, also erstmal auf der unteren Etage. Und dann ist mir aufgefallen, ja, da gibt es ja ein Problem, die Rentiere können doch wahrscheinlich auch schwimmen. Und hauen dann wahrscheinlich ab. Also, weil ja bei der Bootstour kein Tor oder so irgendwie ist. Und in den letzten Kommentaren habe ich gelesen, dass man Elefantengras verkehrt irgendwie pflanzen kann. Und das soll dann die Tiere ja vor den Abhauen hindern. Mal gucken, ich werde das aufprobieren. Mir ist dann auch aufgefallen, auf diese Seite können sie dann somit gar nicht rüber. Ja, das heißt, hier kommt eher so der dichte Wald hin. Und gegenüberliegend auf der Seite ist dann eher so die Lichtung, wo die Besucher die Tiere sehen können. Und ich finde, das passt eigentlich alles so ganz gut. Und hat mir so auch ganz gut gefallen. Mit dem Elefantengras komme ich später noch mal zurück auf euch. Vielleicht habt ihr da eine Idee, wie man das anders machen kann. Ja, später dazu mehr. Erstmal geht es hier mit dem Wald weiter, beziehungsweise mit den Bäumen und Pflanzen, damit hier ein bisschen Leben und ein bisschen Abwechslung reinkommt und die Tiere sich sehr, sehr wohlfühlen. Und ich glaube, was ich so gelesen habe, kann man hier mit den Pflanzen es gar nicht übertreiben, denn die Tiere mögen sehr, sehr viele Pflanzen und glaube ich, das Motto ist, je mehr, desto besser. Ja, und dann war ich unten erstmal soweit zufrieden und dann dachte ich mir, oben auf der zweiten Etage oder zweiten Ebene soll eher so ein Rückzugsort hin. Und ja, ich habe überlegt, ob ich vom Spiel welche nehmen soll, aber irgendwie ist das auf Dauer langweilig, wenn man immer so vorgefertigte Baupläne verwendet. Deswegen habe ich mich kurzerhand entschlossen, mal was Eigenes wieder zu bauen. Es ist jetzt nichts Besonderes geworden oder so, sondern es sollte einfach so eine kleine Jagdhütte, so eine Unterstandshütte werden. Ich habe da einfach mal drauf losgebaut mit den Holzwänden und ein paar Fenster drinne. Und natürlich könnte man das Ganze noch besser bauen und, glaube ich, noch feiner und so dekorieren. Aber da auch in diesem Gehege wieder ein paar Minuten schon drinne stecken, wollte ich hier einfach ein bisschen Zeit einsparen. Im Nachhinein ärgert es mich doch ein bisschen, dass ich das nicht, ja, schöner oder genauer gebaut habe. Ja, wie gesagt, könnte man mehr Zeit reinstecken. Vielleicht mache ich das auch noch. Mal sehen, wie sehr es mich ärgert, wenn ich das nächste Mal über dieses Gehege drüber gucke. Sollte mich diese Hütte zu sehr stören, werde ich auf jeden Fall noch einen neuen Rückzugsort bauen. Ich habe mir gedacht, so ein Strohdach passt eigentlich ganz gut hier so zu einer Holzhütte. Und ja, irgendwie der Anblick von vorne hat mir noch nicht gefallen. Hier fehlte einfach was und dann dachte ich mir, arbeite ich einfach mit so Holzleisten. Die können das Ganze ja stützen und somit wirkt das einfach alles ein bisschen realer und echter und generell bringt auch ein bisschen mehr, ja, Genauigkeit noch rein und ich finde, das sieht so ganz gut aus. Und das war eine kleine Spielerei, das Ganze so hinzubekommen, dass das wirklich auch alles passte und hat ein paar Minuten gedauert. Aber hat geklappt und ja, ich finde einfach zu dieser Holzhütte oder zu diesem Dach, das Ganze muss nicht unbedingt gerade sein, da das Ganze einfach auch ja hier zu dem Wildgehege gehört und durch Sturmschäden und so wahrscheinlich schon etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und deswegen muss hier nicht alles ganz gerade sein, aber die Holzer haben ganz gut zusammengepasst hier mit dem Dach und deswegen habe ich die verwendet. Und ja, ich finde, ja, so kann man das auf jeden Fall lassen.
Dann habe ich hier mit so Baumstämmen gearbeitet, damit hier auch ein bisschen, ja, der Wildlook noch ein wenig reinkommt und das Ganze auch noch ein bisschen stützt. Und ja, auch das weiß ich nicht, ob ich es final so lasse. Ganz zufrieden bin ich nicht mit den Baumstämmen. Mal sehen. Ich glaube jetzt mittlerweile schon, ich werde die Hütte im Nachhinein noch umbauen. Falls es so ist, ja, werde ich euch im nächsten Video da auf dem Laufenden halten, mal gucken. Dann habe ich ein bisschen dekoriert. Ich habe hier so Bambusmatten oder was das sind gefunden. Ich finde, die passen hier ganz gut rein und habe die dann verwendet. Und unten fehlte da was. Dann habe ich hier so Steinplatten mit so einem Muster gefunden oder Marmorplatten, was das waren. Ich denke, die passen auch ganz gut. Und dann war die Hütte vorne erstmal soweit fertig und ich habe das auf allen vier Seiten rumgezogen. Im Video ist jetzt nur die Vorderseite drin, da es eigentlich nur eine Wiederholung wäre, wenn ich euch das jetzt alles zeige. Und dann ging es schon wieder mit der Gelände- oder Gehegegestaltung weiter. Ich habe dann oben ein paar Bäume wieder gesetzt. Und ja, hier soll dann quasi auch wieder vorne so eine Lichtung entstehen bei der Hütte, wo die Tiere zu sehen sind. Und der Aufgang soll dann schon so ein dicht bewachsener Wald werden mit ein paar Büschen und so drinne. Und ich habe dann einfach mal wirklich angefangen, hier massiv Bäume zu verteilen. Auch hier überspringen wir wieder ein paar Punkte, weil es ja dasselbe immer wieder ist. Und einfach hier auch ein paar Minuten eingespart werden können. Und deswegen sind wir jetzt mittlerweile schon beim Aufgang, der teils auf der Innenseite des Geheges, aber auch teils außerhalb bepflanzt wurde. Und unten bei der Bootstour, wie ihr rechts sehen könnt, habe ich dann mit so großen Bäumen gearbeitet und habe die dann auch einmal um das Gehege dann komplett rumgezogen. Gehört nicht zum Gehege mit rein, aber macht das Gehege dennoch sehr, sehr schön dicht und es sieht einfach dann von der Innenseite des Geheges viel, viel mehr nach Wald aus und macht das Ganze einfach noch mehr realer und echter. Nachdem ich außenrum einmal die großen Bäume gesetzt habe, habe ich dann wieder drin weitergemacht, die Bäume hier zu verteilen. Ich habe hier oben teilweise immer nur mit denselben vier Bäumen gearbeitet, weil mir die sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das bringt einfach sehr, sehr viel Leben rein hier mit den hellen Bäumen und mit den Tannen. Und vorhin habe ich ja schon mal angesprochen mit dem Elefantengras, dass das irgendwie als Begrenzung genutzt werden kann, damit die Tiere nicht ins Wasser gehen. Und somit mit der Bootstour abhauen können. Ich habe das letztens bei den Kommentaren von jemand also als Tipp bekommen. Danke dafür. Und jetzt ist halt meine Frage, mache ich das so richtig oder hätte das einfach nur beim Ein- und Ausgang gereicht, wenn ich das da hinsetze, dass die Tiere da nicht rausschwimmen können? Oder ist es schon richtig, dass ich sage, nee, das muss hier hin, damit die Tiere erst überhaupt nicht ins Wasser rein können? Ich denke, ein paar von meiner Zuschauer haben sicher schon mal so eine Bootstour gebaut und haben sich auch mit dem Thema beschäftigt. Wie macht ihr das? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie habt ihr das gelöst, dass die Tiere euch nicht abhauen? Und ja, ihr würdet mir da enorm weiterhelfen oder ist das hier die einzige Möglichkeit? Vielleicht weiß ja von euch, wer was. Schreibt es mir unten rein, würde mir echt helfen. Ja, und so im Großen und Ganzen wird das Gehege immer mehr und mehr fertig und die letzten Schritte sind nur noch zu machen. Hier habe ich dann das Gelände ein bisschen bearbeitet, damit da auch ein bisschen Abwechslung drin ist. Ich habe hier versucht, so einen Erd-Waldboden hinzubekommen. Habe dann noch ein paar Baumstämme und ein paar abgenagte oder abgefallene Bäume hier im Gehege rumverteilt. Und dann ging es auch schon an die Spielzeuge und Futterstationen für die Tiere. Auch das natürlich darf nicht zu kurz kommen, damit sie sich wohlfühlen. Und ja, jeder weiß, wenn man mal diese Schritte setzt, dann ist man eigentlich so weit es geht durch. Und dann geht es halt noch so an die letzten Feinarbeiten, wie Büsche und Steine verteilen, das Gelände noch ein bisschen anpassen und einfach gucken, wo noch was gemacht gehört. Aber ja, so weit, so gut. Ist man erstmal fertig und ich bin echt zufrieden, wie sich das Ganze hier so entwickelt hat. Gefällt mir richtig gut, dieses Gehege, auch mit dem Aufgang. Ja, die Bootstour mit dem Elefantengras, das gefällt mir noch irgendwie gar nicht. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich, wäre richtig gut. Aber ja, mal sehen. Vielleicht kann man das auch anders irgendwie lösen. Mal schauen. Hier im Außenbereich ist jetzt einiges übersprungen. Da das Ganze gleich aussieht wie beim vorherigen Gehege, hier kommt kurz mal die Einblendung, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze gebaut wurde. Hier im Video ist nicht drin, weil das einfach eine Wiederholung wäre. Also wenn es euch interessiert, dann klickt jetzt oben da drauf. Da seht ihr das alles. Und ja,
dann ging es hier wirklich schon an die letzten Arbeiten. Das Ganze musste noch ein bisschen verkleidet werden, weil mir das alles nicht so gefallen hat, wenn hier noch so ein kleiner Spalt ist, wo einfach nur ein bisschen Wiese rausguckt. Deswegen dachte ich mir, setzt da hier auch ein paar Blumen hin, abwechselnd blau oder violett-weiß. Und ich verkleide das Ganze auch mit so einer Ziegelsteinmauer. Die ganze Mauer wird aber ein bisschen tiefer sein wie auf der linken Seite, damit man da auch eine kleine Abstufung hat. Und ja, es geht voran. Ich komme schon langsam, aber sicher zum Ende des Geheges. Ich kann das alles abschließen. Oben bin ich noch nicht ganz fertig. Das wird dann mit dem nächsten Gehege fertig gebaut, da ich noch nicht ganz weiß, wie ich die Aussichtsplattform und so alles machen werde. Aber so im Großen und Ganzen ist das Gehege erstmal fertig und wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Ich sage danke fürs Zusehen. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr einen Kommentar oder ein Like hinterlässt, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und wissen wollt, wie es weitergeht hier mit dem Zoo, dann dürft ihr den Channel natürlich auch gerne abonnieren. Auch darüber freue ich mich mega. Jetzt kommen noch ein paar Cinematics vom aktuellen Gehege. Hat mich echt gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.